Gucci, Leute. Willkommen zurück zu meinem Let's Play Siege of the Enterprise of the Wild. Also ich habe in der letzten Folge im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Buckling den Boden aufgewischt. Naja. Das war's dann. Au! Ich will den, bevor er hier Wirbel macht. Ich glaube, wenn er diesen Propeller... Oh, gut, ja. Alter, was ist das denn? Also diese Propeller-Nummer macht, dann sollte ich lieber... Halt's Maul, ey! Oh. Oh, was haben wir für eines? Hey, das da hinten kenne ich ja gar nicht. Okay, dann können wir mal dorthin gehen. Mal sehen, was das da ist, weil ich glaube, hier war ich gar nicht. Kann aber natürlich sein, dass ich mich total irre. Oh. Das sind ja mehrere. Gut, dann benutzen wir mal die Maske. Und ich glaube, ja, stimmt, das Schwert ist ja kaputt gegangen. Mal sehen, was der hier so ist. Oh, nehmen wir mal. Shit. Das war wohl ein Übungsplatz gewesen. Glaubst du, ich hab dich nicht gesehen? So schnell dahin. Luftballons einsammeln. Mal sehen, was passiert. Nichts. Nur, dass das Schiff kaputt geht. War ein Versuch wert, Leute. Ist hier irgendwie was Besonderes? Wenn ich mal hier so sehe, wie die sich hier so rumlungern, das ist schon wieder so ein Schild. Ich muss hier mal alle Schilder kaputt machen. So. Oh. Hä? Praktisch, ich könnte hier so lang gehen und die beachten mich nicht, bis zu spät ist. Wenn ich mal hier so sehe. Ich habe mich gerade gefragt, was dieser Moblin da gemacht hat, weil er was gefressen hätte. Ja.
Er sagt, Alter! Der, sag mal, ist das ein Herb? Der würdet uns an der Waffe. So. Glaubt ihr aber, ich lasse allen Ernstes zu, dass ihr mir ihr damit kitzeln tut? Wir sind härter, ne? Wow! Das hat gezuppelt! Na toll. Sonderlanze. Eine Lanze mit spezieller Sanderklinge. Die beste Lanzenkrieger der Shika können damit ihre Gegner zu sich anziehen und gleichzeitig KO-fähig machen. Aber es ist nur ziemlich schwer. Aber sollen wir erstmal alles ein? Hä? Ach, die machen Hirsche nach! Das ist ja cool! Die machen Hirsche nach! Ey! Du wirst mich hier nicht picken! Die machen Hirsche nach! Die locken damit die Hirsche an! Gar nicht so dumm! Aber ich glaube, hier habe ich noch niemanden, oder? Jetzt kann ich mir mal das Lager genauer ansehen und auch mal die Hütte. Hier war ich noch nicht, weil diese ganzen Monster haben mich davon abgehalten. Also, weil, naja, ganz am Anfang. Was man ja auch nicht mal fühlen kann, so. Kämpfen ist ja nicht das Problem, sondern die Waffen gehen so schnell kaputt und so. Und hier sind Äpfel, wie ich sehe. Das ist gut. So. So. Sehen wir mal ein bisschen. Aber ich habe hier so die Schilder gesehen. Ich werde die jetzt mal kaputt schießen. Mal sehen, was passiert. Ach, und ich sollte mal wieder was futtern, merke ich. Ich war sonst tot. Der reinstopfen tut. So, das müsste noch reichen. Sind hier noch. Was glitzert da hier so? Ach, ein Schild. Ich wollte da nicht so hoch. Link klebt ja so gerne daran. Aber hier. Aha. Ich will jetzt nämlich die. Oh, Moblinhorn her damit. Kann ich gut verkaufen. Ah, nee. So. Ich will mal sehen, ob das muss doch ein Grund haben, warum hier so die Schilder sind. Okay, das habe ich hier ein. Oh, Pilze. Ich weiß, ich wollte jetzt meinen Schilder machen und so, aber. Hey. Oh, Eiche. Eiche. Aber trotzdem. Lebensmittel sind wichtig, Leute. Man darf es nie vergammeln lassen. Zum Glück fühlt sich Licht nicht ähnlich, wenn er klatschnass wird. So. Dann wollen wir mal wieder schießen. So. Ach, sieh mal an! Ein Fahrradschuppen! Also, da wo man ein Fahrrad drauf mit runterpacken kann. So. Hier lang. Das ist wieder so ein Schild. So, noch ein Schild, was ich klappern könnte.
Und ich schiebe irgendwie Paranoia, weil ich irgendwas höre, was gar nicht da ist. Oh, Ärzte! Moment mal. Könnte es eigentlich sein, dass hier nicht nur Zielübung gemacht worden, sondern auch hier mit Pferden hier sozusagen von Pferd, also so Übung war, wo man von Pferd aus, ja, also von Pferd aus, sag ich mal, so abgeschossen hat, so. Also hier die Scheiben. Wenn man hier so sehe, das könnte das so der Fall sein, dass das hier so ein Stall war, wo man mit vollem Galopp hier immer auf dem Pferd saß, also auf dem Pferd saß, vom Galopp, immer die die Zielscheiben abschoss. So wie bei Ocarina of Time bei den Gerudos. Habe ich jetzt alle oder habe ich was übersehen? Aha. Was ist da drinne? Holzfäule. Den Zaunfall? Hat aber eine Ähnlichkeit wie die olle Hütte beim Alten auf dem vergessenen Plateau. Ach, da ist ja noch ein Schild. Also eine Zielscheibe. Alter, wieso sag ich, hab ich die ganze Zeit Schild gesagt? Dann sorry, Leute. Was gehört? Habe ich jetzt alles? Guck mal, was oben ist. Okay. Hätte ich so den Boden waschen können mit dem Wischmopp bei mir zu Hause. Hier ist hier irgendwas. Eine Eisentür? Okay. Das schreit doch wieder. Ach, ein Kuh. Ei, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Ich hätte gerne einen neuen Satz. Ja, da musst du dich beim Drehbuchautor beschweren, weil er da an sich war, ihr braucht keine anderen Sätze. Hier ist Wasser. Oh, warum mal hier hochklettern? Oh, das sieht aus, als ob wieder ein Weg wäre da beim Felsen. So. Ist hier irgendwas? Ja. Ja, das sieht doch so aus, ob. Ach hey, scheiße. Toll, warum scheiße? Ich hab den Hammer vergessen. Na gut, mach ich da noch. Weil hier kann man sich doch in Ruhe umsehen. Eigentlich müsstest du im Boden feststecken, Link. Weil das Wasser da zu flach war. Ja, Flachkörper springen. Hatte ich für keine gute Idee. Aber ich bin ja auch kein Klempner in der Ausbildung. Könnte auch sein, dass es deswegen mir nichts ausmacht. Schade, hier ist nichts. Ich lausche irgendwie nach, ob hier irgendwas noch ist. Oh, Maxorübe.
hier noch irgendwie noch irgendwas ist, so, weil manchmal das Gefühl, dass da irgendwie Geräusche sind. Ach so, ich soll das. Warte mal. Quatsch. Karte. Album. Aber die Sache mit Elder haben wir ja hinter uns. Dann brauchen wir das nicht nochmal zu machen. Wäre ein bisschen lächerlich. Ja, toll, wie. Ach so, ich muss das wieder. Ja, toll, wieder bei den Schrein einstellen. Ja, ich. Wo kann ich das jetzt wieder? Bei Modul ist es ja nicht. Hey, wo kann ich das wieder umstellen? Ach, Shiko-Sensor. Bringt ja nicht gerade viel, aber. Kampfersee. So. So, dann wollen wir mal sehen, ob die wieder da. Müsste eigentlich gar nicht da sein. Wäre ein bisschen blöd, wenn die wieder da wären, oder? Ja, nur ein Haufen. Nee, mit meinen Pferden, die Armen. Das wäre nämlich so übel, wisst ihr, dass. Wenn ich das arme Pferd, wenn das Pferd sterben würde. So. Dann gehen wir mal wieder hin. So. Ich will nämlich die Gegend mir nochmal jetzt mal ansehen. Mal sehen, was er zu der Maske sagt. Hallo. Hallöchen. Ich bin zu einer Entscheidung gekommen. Ja? Ich werde mich zur Ruhe setzen. Echt? Ich hänge meinen Hammer an den Nagel und mache mich auf die Suche nach einer Frau. Klingt gut. Du solltest besser auch keine Zeit verlieren. Die Jugend, sie ist vergänglich wie der Schaum auf der Wellenkron. Ehe du dich versiehst, ist sie fort. Los, mach dich auf. Du weißt selbst am besten, was zu tun ist. Okay. Ja. Naja. Ich schätze mal, es gibt ja schon eine Frau für Lee. Also, hängt das nur. Naja, wie soll man. Nun, wie soll man sagen? Sie ist im Schloss. Ich muss sie da rausholen. Was sagst du übrigens, dass dein ADR-Meister Hartag. Wir sind gerade erst wieder in Hanton angekommen. Umstershoff war erste Sahne und seine Frau Powder ist wunderschön. Ich will auch heiraten! In 10 oder 20 Jahren. Das klang ein bisschen auch anders. Seine Frau in der Firma? So ungefähr. Also, dann ist er wohl doch nicht schwul, der alte Meister. Wahrscheinlich bisexuell, aber ach, who cares? Er ist so sagen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie deswegen schlechte Menschen sind. Das sag ich ja mal wieder, wenn das dir was. Sollten die Geschichten über einen grandiosen Schatz hier zu Ohren kommen, wisse. Sie handelt von mir, Bellis. Du denkst bestimmt, dass ich den ganzen Tag nichts anderes tue, als gemütlich Schrott zusammen, oder? Von wegen, meine Arbeit ist ganz schön riskant.
Aha. Na gut, dann werden wir mal sehen, was er meinte mit riskant. Im nächsten Part auf jeden Fall. Sieh mal, Dani.